von Wehwetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Herzlich willkommen bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins Hannover 96, auch bekannt als Club der Roten Dichter. Nein, wir sind es natürlich nicht wirklich. Bist du Mitglied im Verein Hannover 96? Ich glaube, ich wurde zu meiner Geburt angemeldet von meinem fußballverrückten Onkel. Aber das heißt, du bist quasi befangen und dürftest diese Sendung nach dem journalistischen Grundsatz eigentlich gar nicht machen. Ich bin kein Mitglied im Verein, deswegen darf ich das hier machen. Und bei dir, na, wollen wir mal ein Auge zudrücken. Sehr nett, danke. Bela, herzlich willkommen erstmal. Ja, schönen guten Abend. Und naja, ein herzliches Willkommen auch an unsere Zuseher, Zuhörer und was auch immer da draußen noch so herumkreucht. Natürlich auch die Zuseherinnen und Zuschauerinnen, denn es gibt ja auch unglaublich viele weibliche Hannover 96-Fans, wobei man gleich wieder sich fragen muss, gibt es wirklich noch so wahnsinnig viele Hannover 96-Fans? Allgemein, das Wochenende, ne? So ganz allgemein, ja. Geschlechterunabhängig einfach, gar keine mehr. Genau, wir haben ein Wochenende hinter uns, das für den 96-Fan, glaube ich, insgesamt eher ein bisschen hart war. Und der heutige Tag hat jetzt auch noch mal, glaube ich, für Aufsehen gesorgt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast schon im Internet, dass jetzt gerade Hannover 96 vor, ich glaube, wenigen Stunden bekannt gegeben hat, dass sie sich also den formal korrekten Antrag nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung angeschaut haben und gesagt haben, nö, ist doof. Wollen wir nicht. Sie haben es allerdings, das muss man auf der anderen Seite wiederum fairerweise sagen, relativ gut begründet. Ich habe es mir dann auch ein bisschen durchgelesen. Also Sie haben es natürlich damit begründet, Sie sind ganz doof, sind Sie ja nicht. Sie haben es natürlich damit begründet, dass Sie gesagt haben, wir haben... Es kostet zu viel. Es kostet sehr viel Geld und es würde jetzt effektiv darum gehen, offensichtlich, es geht sowieso darum, im März gibt es eine Neuwahl und diese Leute, um die es jetzt vielleicht geht, dass die jetzt nicht mehr dabei, dass man die vielleicht abwählen will, die sind dann eh nicht mehr da, sprich... das würde echt wahnsinnige Kosten, so eine Mitgliederversammlung nimmt halt, geht halt tatsächlich wohl ins Geld. Und man könnte auf der ersten sowieso auch noch nicht mal was beschließen. Das ist jetzt wieder so Hickhack, wo ich journalistischer Kram, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber ganz egal, es bleibt bei dem Fakt. Und das Interessante ist, ich habe dann nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit gehabt, noch reinzugucken, wie so die ganzen Antworten aussehen im Fanbereich. Nicht positiv. Also nein, natürlich nicht positiv, aber wobei ich allerdings auch sagen muss, ich bin gespannt und deswegen würde ich mich auch, ich würde mich wirklich freuen. Wir können natürlich auch über das Spiel reden, wobei das macht wahrscheinlich noch viel weniger Spaß. Nee. Aber ich würde mich tatsächlich freuen, wenn jemand anruft und es mir erklärt, denn tatsächlich hat sich die Erklärung, also das, was ich sozusagen jetzt von der Gegenseite als Reaktion darauf gehört habe, da war sozusagen der Tenor, ja. Kann sein, dass es wenig Geld kostet, kann sein, dass es jetzt keinen Sinn ergibt, aber es ist unser Recht. Und da muss ich sagen, das ist dumm. Das ist dumm. Das ist deutsch, das auch, aber vor allem ist es dumm. Weil wirklich als einziges Argument zu sagen, ja, aber wir haben die korrekte Anzahl Stimmen eingereicht und deswegen ist es Recht. Ja, natürlich, das ist schön. Aber auch unser Recht und insbesondere die Regeln von irgendwelchen Vereinen sind auch zum Teil ganz schön dämlich. Das kennen wir, da brauchen wir ja nur mal auf die, hoppla, da fällt auch schon die Fahne runter passenderweise. Symbolhaft. Sehr symbolhaft, da brauchen wir ja nur auf die ganzen Regeln im Fußball und auf die Schiedsrichter und die Umsetzung und so weiter gucken. Lass mich darüber reden. Da haben wir schon genug Probleme in dieser Art, also sprich, wirklich nur auf sein Recht zu pochen und zu sagen, ja, wir wollen das jetzt aber, obwohl es den Verein unfassbar viel Geld kosten würde und im Grunde zu diesem Zeitpunkt keinen richtigen Sinn ergibt. Oder tut es das doch? Das ist eben genau die Frage. Also ich würde es gerne wissen, welchen Sinn verspricht man sich von dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung jetzt zu diesem Zeitpunkt? Das würde ich mal gerne hören. Ich würde mich freuen, wenn da tatsächlich mal irgendjemand anruft. Darf jeder anrufen. Wir haben natürlich hier die Telefonnummer. Es darf ja sowieso jeder anrufen, der mitreden möchte. 3670170. Aber das würde mich jetzt einfach mal interessieren, weil ich mich da noch nicht so richtig reingefuchst habe bisher und mich jetzt gerade anhand dieser Problematik ganz aktuell heute einfach auch nur gefragt habe. Ja, aber es muss doch bitte noch ein weiteres Argument geben, außer wir sind aber im Recht. Das ist halt irgendwie, nee, sorry, wenn das einzige Argument sein soll, das täte mir dann tatsächlich nicht reichen. Auch wenn natürlich der Gesamteindruck, der bei Hannover 96 in der letzten Zeit, in den letzten Jahren entstanden ist, der eher ungute ist, dass die Leute da oben, Herr Kind ganz oben, im Grunde schon mit juristischen Tricks und Möglichkeiten halt machen im Grunde, was sie wollen. So,
das dazu, das wollte ich erstmal nur mal kurz reingehauen haben. Also du weißt es auch nicht, ne? Sonst hättest du es jetzt wahrscheinlich schon... Nee, hätte ich aufgeklärt. Sonst. Hättest du mich schon aufgeklärt, vielen Dank. Ja, also wie da, deswegen der Aufruf, also heute zu allen Themen, Hannover 96 zum Spiel auch, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber bitte auch, ich freue mich wirklich sehr, wenn sich irgendjemand meldet, vielleicht auch jemand, der sonst noch gar nicht angerufen hat, aber vielleicht dessen Herz auch für diese Sache schlägt und der vielleicht guten Herzens erklären kann und sehr klar erklären kann, warum dieses Anliegen der Fans in diesem Falle jetzt so wichtig ist. Ist ja so eine Sache mit den Anliegen der Fans. Ich fand es auch ehrlich gesagt eher ein bisschen idiotisch, dass jetzt dieses Stimmungsboykott ausgerechnet an diesem Wochenende war, wo ja. Nun gerade von der anderen Seite gerade, also weil wiederum die meisten anderen werden sagen, wieso, die haben doch die Montagsspiele jetzt gerade kassiert. Also wieso wird jetzt weitergemacht? Jetzt geht es darum, jetzt will man auch noch in der zweiten und dritten Liga, okay. Ja, da muss man halt gucken, ob da das... Da muss dann halt Solidarität unter den Fans gezeigt werden. Ist halt aber die Frage ist halt dann so ein bisschen, ob das dann der richtige Zeitpunkt ist. Man muss es ja immer auch den anderen Leuten vermitteln, die überhaupt nichts von solchen Sachen halten im Grunde. Aber gut, ich meine, mit Stimmungsboykott wollen wir nicht wieder anfangen, das Thema. Deswegen, jetzt zum Spiel und von mir zum Spiel gleich erstmal das, nicht das Geständnis, sondern die Aussage, ich kann nicht mitreden. Deswegen habe ich jetzt auch schon so viel geredet, weil ab jetzt kann ich nicht mehr mitreden. Ich habe das Spiel... nicht gesehen. Ich habe auch ich habe die erste Halbzeit, die ja, glaube ich, sehr schlimm war, so ein bisschen auf meinem Handy verfolgt, während ich mich auf meinen eigenen Auftritt auf einer Bühne vorbereitet habe. Und das war alles nicht sehr erquicklich. Und mitten im Vorlesen der Preise habe ich dann nur gesehen, dass das Tor und alles so, naja, das war also alles sehr unschön. Ich kann über das Spiel also überhaupt nicht viel sagen, aber hoffentlich ihr und den ersten Anrufer, der wahrscheinlich was zum Spiel sagen will, aber er hat seine Meinung geändert. Mal schauen, was das heißt. Den haben wir jetzt drin, deswegen setze ich mal das Ding hier auf. Hallo Michael, schönen guten Abend. Hallo Matthias, hallo Bela. Grüß dich. Abend. Ich will jetzt aber nur erstmal über das Sportliche reden. Ja, ist okay, ist okay. Am Sonntag hat man wieder mal gesehen, dass also kaum ein Spieler von uns Erstliga-Format hat. Das ist einfach so. Ja. Und also sagen wir mal so, es ist vielleicht ein Tick zu hart, aber in der derzeitigen Verfassung, denke ich mal... Das Potenzial lässt sich erahnen. Genau, hast du wahrscheinlich recht, aber, Aber wenn ich denn auch so einen, wenn ich höre, dass der Wallace... dass der in der Brasilien in der A-Elf spielen soll. Also wenn er hat es schon getan, ja. Wenn er in der Nationalelf gibt, da habe ich immer gedacht, vielleicht gibt es auch so eine B- oder C-Elf, wo der spielt. Aber so ein Mann, der noch nicht mal bei 96 hier irgendwas Überragendes zeigt, der soll in Brasilien in der A-Elf spielen? Unglaublich, unglaublich. Aber der, naja, sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass jeder, ich will nicht sagen, jeder Spieler ist immer nur genauso gut wie seine Mitspieler, aber natürlich ist es halt Mannschaftssport und da ist halt das mit dem mit den Einzelleistungen auch immer so ein bisschen schwierig. Insbesondere, er ist ja kein, na gut, die Stürmer haben es auch nicht so einfach mit Einzelleistungen, es sei denn, sie erarbeiten sich den Ball direkt hinten, laufen damit nach vorne und machen dann das Tor. Also das ist so ein bisschen schwierig, finde ich, mit den Einzelleistungen und gerade Wallace hat ja in der Vergangenheit doch eigentlich ziemlich gute Leistungen gezeigt und war jetzt, das darf man auch nicht vergessen, angeschlagen. Also er war jetzt sicherlich, also ob er jetzt wirklich hundertprozentig fit war, ist eben auch noch die große Frage bei diesem Spiel. Also da würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, das ist ja das Blöde bei der ganzen Geschichte, das haben wir ja auch in den vergangenen Wochen schon gesagt, wir werden jetzt ja wieder zwangsläufig in die Trainerdiskussion reinkommen. Richtig. Und dazu wollte ich auch sagen. Ja, genau. Und wir haben aber im Grunde haben wir ja schon gesagt, im Grunde hat sich eigentlich nicht so wahnsinnig viel daran geändert, dass wir ja schon gesagt haben, eigentlich ist der Grund, dass die Mannschaft nicht wirklich glücklich zusammengestellt ist und dass sie jetzt wirklich auch noch ein bisschen Pech hat, dass sich das aber auch so richtig, dass das so richtig zum Tragen kommt. Also dass durch Verletzungen, Ausfälle etc. die Mannschaft jetzt immer mehr in so diese Spirale reinkommt. Aber was wolltest du sagen dazu? Ich muss sagen dazu, zu meiner Meinung, dass ich die geändert habe. Ich war immer ein Fan. Du bist jetzt für den Videobeweis. Ich war immer Fan von Breitenreiter. Ich habe immer gesagt, das ist der richtige Mann für 96, es hat keinen Zweck. Und du meinst, das ist aber nicht mehr der Fall? Die letzten zwei, drei Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, es ändert sich überhaupt nichts. Es ist überhaupt keine Steigerung von irgendwelchen Leistungen da. Und wenn man dann schon kein technisches Können hat oder das fehlt, dann kann man doch als Trainer mal versuchen, die Jungs dazu zu bringen, dass sie mehr Einsatz und Kampf zeigen. Aber ich merke, dass von draußen überhaupt keine neuen Impulse kommen. Nichts, aber auch rein gar nichts verändert sich. Alle nur mit Schulterzucken. Da ist nicht einer bei, der den anderen mal anmacht. Da ist der Trainer und immer wieder die gleichen Sprüche. Wir müssen das analysieren und beim nächsten Mal. Und jeder muss wissen, alles dumme Sprüche. Die sollen ihre Leistung auf dem Spielfeld zeigen und dann ist das gut. Also manchmal glaube ich auch, dass
viele Spieler lieber auf der Ersatzbank oder ganz verletzt sind, als dass sie spielen sollen. Also ich weiß nicht. Ich bin so enttäuscht. Ich bin wirklich so enttäuscht. Ja. Aber ich meine, er kann uns wirklich nicht mehr weiterhelfen. Und deswegen meine ich, es muss ein neuer Mann her. Und zwar einer, ein lauter Trainer. Obwohl ich sowas eigentlich ablehne, muss ich sagen, so ein junger Wilder, so ein Typ, kennt ihr den Büskens? Vielleicht kennt ihr den Wähler noch, den Büskens. Das ist so einer, so ein junger Neuruhr. Aber warum sollte, warum, ich meine, den kann ich doch auch kennen? Naja, ich weiß ja nicht. Die fachliche Kompetenz mit mir? Achso, ich dachte, ich dachte gerade, es hätte was mit dem Alter zu tun. Würde ich auch sagen. Achso. Ach, schade. Deswegen, also ja, normalerweise, wenn man sagt, vielleicht kennt der den noch, meint man damit den Älteren. Deswegen war ich etwas irritiert. Aber der Büskens ist lange nicht in Erscheinung getreten. Das ist nämlich so einer, so wie Neururer, den Mike, kannst du für... Mike. Ja, genau, Mike. Hey, du kennst schnell gegoogelt. Nein, ich habe hier nichts vor mir liegen. Mein Handy ist hier drüben. Also der kann einem so vor einen Abstieg retten, so für eine Halbserie. Und da muss man nur aufpassen als Verein, dass man ihm nur einen Jahresvertrag gibt oder kein, dass er noch so eine Halbserie, die Spieler merken dann irgendwann, oh, jetzt ist aber Schluss mit deinem Gelaber. Also so einen Typ brauchen wir, ja, der uns rettet. Ja, gut, denn es ist ja noch eine ganze Halbsaison zu spielen. Wir sind ja noch lange nicht abgestiegen. Ja, du sagst also schon, also du bist halt auch eher für eine eher kurzfristige Lösung, weil es ist ja so, das ist ja, David, an der Stelle wird es vielleicht auch dann tatsächlich der Knackpunkt sein, denn für eine langfristige Lösung bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass André Breitenreiter ein hervorragender Trainer ist und es auch eigentlich bleiben sollte. Allerdings, mittlerweile würde ich auch sagen, müssten wir dann jetzt tatsächlich auch die Konsequenz in Kauf nehmen, dass man vielleicht zusammen mit ihm absteigt. Die Frage aber ist... Zum aktuellen Zeitpunkt hat man ja auch den Eindruck, dass zu retten ist. Ist ja nicht so wie man hat damals, Eindruck, als Stendl übernommen hat, dass man schon abgestiegen war und dann einfach... Das ist richtig. Man hat den Eindruck, dass es eigentlich gehen müsste. Und ich meine, es ist halt so, es gibt dann so die verschiedenen Meinungen. Also Niklas Füllkrug habe ich jetzt gelesen im Interview gerade, stand heute in der Zeitung. Der hat halt gesagt, der Trainer macht nichts anderes als vor einem Jahr und meint damit... er macht ja nichts falsch. Aber die Frage ist, vielleicht ist genau das der Fehler. Vielleicht haben wir jetzt eine Situation, wo der Trainer was anders machen müsste. Richtig. Und das funktioniert vielleicht nicht. Und das kann er vielleicht auch gar nicht so gut. Wobei eigentlich Breitenreiter ja nun, glaube ich, doch durch seine bisherigen Mannschaften durchaus auch schwierige Situationen. Hatte er nicht Abstiegskampf oder Ähnliches mit Paderborn auch schon mal? Schalke ist er recht schnell gescheitert. Gut, Paderborn ist er dann. War schnell vorbei, aber war bei Paderborn nicht auch so ein bisschen in der Richtung unterwegs? Nachher. Aber das war ja auch, das war auch eine Mannschaft, Mensch, das ist so eine Überraschung, dass die überhaupt da so weit hingekommen sind. Da muss man das anerkennen, dass er das überhaupt, dass er sie da oben hingebracht hat. Aber irgendwann sind die Spieler dann auch, dann sagen sie, irgendwas muss mal passieren. Das sind eben keine europäischen Profis, die wissen, es geht auch um unsere Person, dass wir uns einen besseren Verein suchen können. Ich glaube manchmal, diese hier, wenn sie absteigen oder so, freuen sich, dass sie irgendwo in der zweiten Liga noch einen guten Vertrag kriegen, vielleicht sogar in der dritten. Also ich weiß nicht, diese Mannschaft, die braucht wirklich einen, der da in den Hintern tritt und sowas. Also der Person, da können wir noch weiter diskutieren, das können die anderen aber noch. Aber jetzt eine zweite Sache, und zwar hattet ihr das ja vorhin auch schon angesprochen, diese fehlende Untersuchung dieser Ultras. Also ich habe gestern Stuttgart geguckt, da wurde 90 Minuten wurden die angefeuert und die haben gekämpft, die haben super gespielt. Bei uns war wieder eine Ruhe da wie auf einer Bestattung oder was weiß ich. Wofür denn? Wir hatten das Gleiche jetzt schon mal in dieser Saison, dass die erste Halbzeit gesagt haben und wir bekamen wieder kurz vor der Halbzeit das 1-0 und schon war wieder alles auch die Stimmung für die zweite Halbzeit gedrückt. Ja. Wofür denn? Für diese scheiß Anstoßzeiten in der zweiten und dritten Liga? Die verdienen dadurch, die Vereine kriegen so viel Geld in der dritten Liga. Wenn diese Fernsehübertragungen da wegfallen, dann wissen die gar nicht mehr, wie sie ihre Spieler bezahlen sollen. Das sehen die immer. Ich persönlich bin auch nicht der Meinung. Ich finde auch in der zweiten Liga, warum sollte man denn nicht das Montagsspiel in der zweiten Liga belassen? Weil das extrem unfreundlich ist oder unpassend ist für die Fans, montagsabends rumzureisen. Ja, aber das Geld,
das ist, können sie, glaube ich, schon ganz gut in der zweiten Liga wiederum gerade gebrauchen. Also das ist dann so die Frage. Ist, sagen wir jetzt, ja, und jetzt aber nochmal, wegen dieser Unterstützung. Man sagt immer so eine Floskel da, unser Publikum ist der 12. Mann. Wir die Frage ist ja tatsächlich... Das war gegen Wolfsburg, war es auch so. Ja, aber was ist aber jetzt wieder ist es wieder weg. Da ja, also Moment, also eigentlich ist es ja so, also eigentlich haben die Fans hier sich ja nur brav... brav der sozusagen dem Diktat der allgemeinen Fanheit, aber in Stuttgart war das nicht der Fall? Nein, und auch woanders. Es war beim letzten Mal schon, dass in Gladbach, die haben sie auch unterstützt, weil die nach oben wollten und andere, das sind nicht alle Vereine. Auf ja, beim letzten Mal war das aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, das war eine einmalige Aktion jetzt an diesem Wochenende. Das, also einmalig zumindest im Sinne Darf von... Darf ich mal das Totschlagargument der Ultras benutzen und sagen, dass ja nicht die Ultras alleine für die Stimmung im Stadion verantwortlich sind, sondern um mal dieses Argument zu benutzen. Das ist aber so schwer, das ist eben so gewachsen, das ist schon immer so gewesen, dass hinten die Nordkurve der Stimmungsmacher ist und dass sich jeder darauf verlässt, das ist in anderen Vereinen, ob beim Handball oder beim Eishockey, da gibt es die Trommler und so, die da sind, ist auch keine Unterstützung. Also dass die... Deswegen, das ist in jeder Sportart so, dass es eben die Jugendlichen oder die Jungen da sind, die also wirklich das so schön hinkriegen oder noch Sprüche machen und pfeifen und so, ganz große Klasse. Also dass die für gerade Abstiegskampf und solche Sachen von den Spielern gerne mal eingeforderte, kräftige Unterstützung, der sogenannte 12. Mann, dass die definitiv vom normalen Publikum nicht geleistet wird, gewähren kann, auch weil das ist einfach, das sind tatsächlich nicht diese Leute, das denke ich auch, das ist einfach Fakt und tatsächlich könnte man sich dann hier schon die Frage stellen, wäre es hier nicht tatsächlich vielleicht schlauer gewesen? Ich weiß wirklich nicht, ob das was bewirkt, aber ich bin auch kein aktiver Fußballspieler jemals gewesen. Insofern, die Frage ist halt wirklich, ob es dann nicht tatsächlich die schlauere Entscheidung der Fans in Stuttgart war, zu sagen, wir sind im Abstiegskampf, wir werden nicht eine Dreiviertelstunde lang uns einer rein formellen Sache, die jetzt auch gerade eigentlich wirklich keinen aktuellen Grund hat, jetzt noch weiterzumachen, sondern wirklich, ne, jeder Mensch, der eben sich nicht im Thema befindet, wird sagen, wieso denn jetzt ein Protest, wenn sie gerade die Montagsspiele in der ersten Liga wieder einkassiert haben. Also das ist dann immer so dieses, man hat ihnen gerade was gegeben, und dann wollen sie gleich noch weiter und ja, es ist halt unglücklich. Man muss halt immer, es ist halt schwierig. Man kann nicht wahrscheinlich auch nie mit dem Kopf durch die Wand, beziehungsweise man kann einfach die Frage stellen, hat man der Mannschaft damit einen Bärendienst erwiesen? Richtig. Ich möchte trotzdem sagen, dass man jetzt nicht die unfassbar schlechte Leistung vom Samstag jetzt an der fehlenden Unterstützung der Ultras. Das ist natürlich richtig, das stimmt. Das war es sicherlich nicht. Also das denke ich auch nicht. Das kann vielleicht ein Aspekt gewesen sein, der da irgendwie die Mannschaft weiter verunsichert hat oder so. Aber das wäre eine Ausrede. Ja. Nee, das würde sich auch nicht gelten. Aber es ist völlig richtig. Passt wieder alles zusammen. So, jetzt pass mal auf. Ja? Wie ich jetzt gerade eingeschaltet hatte und du sagst, es gab heute eine neue Meldung, da ging mein Herz ganz hoch. Ich denke, na. Und dann kam dieses Ding da mit dieser Hauptversammlung. Ich dachte schon, weil ich nämlich hier aufgeschrieben habe, Tipp für Matthias, mit Breitenreiter verlieren wir 4-1. Und ohne Breitenreiter gewinnen wir 3-1. Gegen wen? In Mainz. Ah. Und ich dachte schon, dass du den Trainerwechsel angekündigt hättest, den ich heute nicht mitgekriegt hätte. Und nein, also die Garantie, also es wurde ja eine Garantie, genau bis zum Mainz-Spiel wurde ja nun tatsächlich Garantie, noch ausgesprochen. Garantie. Ja, ich habe abgewartet. Spielt Garantie. Man, wenn man siegt, dann bleibt Breitenreiter. Aber die Frage ist, Breitenreiter wäre schon weg gewesen, wenn wir richtig mal 5-1 oder 5-0 verloren hätten. Ja. Das ist alles noch im Rahmen gewesen, dass man gesagt hat, ja, unglücklich und das und jenes. Ja, unglücklich war es ja in gewisser Hinsicht auch wieder, auch obwohl die Leistung natürlich auch nicht gut war. Aber es war natürlich, es hat ja immer auch ein bisschen was Unglückliches. soweit ich weiß, jedenfalls, wie gesagt, gesehen habe ich es nicht. Aber du würdest sagen... Ruf jetzt nochmal den Jens an, der ist ja Rechtsanwalt, der kann dir denn sagen, wie das mit der Hauptversammlung rechtlich aussieht. Da bin ich gar nicht sicher, ob er in dem Thema so extrem drin ist, aber das könnte man natürlich tatsächlich nochmal überlegen. Ja, lass mal andere auch mal ran. Ich bedanke mich. Ja, also Michael, nächste Woche. Erstmal vielen Dank und den Tipp haben wir gehört. Dann sind wir mal gespannt. Dann, ciao. Tschüss. Ciao. Also das heißt dann eigentlich, da wir jetzt davon ausgehen, dass Breitenreiter noch am Sonntag dabei sein wird, das hat bei der Tipp eigentlich ein 1-4, ne? Also gegen Mainz, uns, 4-1. Mainz gewinnt. Ist ja natürlich auch fies, dass wir jetzt das das Schicksalsspiel sein soll, wo wir ja wissen, wie es auswärts läuft normalerweise. Mainz auch recht formstark in den letzten Wochen. 3 von 4
Siegen in den letzten vier Spielen? Also ist das dann mit anderen Worten eigentlich schon die angekündigte Trainerentlassung, weil man jetzt, also dass er jetzt wirklich mit dem, was, mit, ich sag jetzt mal, mit den Spielern, die da sind, da jetzt plötzlich so eine 180-Grad-Wende hinkriegt? Ich kann es mir halt so schwer vorstellen, dass da ein neuer Trainer irgendwas Nachhaltiges schafft. Das ist wiederum das andere Problem. Das ist halt Problem. Die Frage, so, ob das jetzt einen kurzen Effekt hat, so ein kleines... Ah, du meinst, jetzt ein anderer Trainer. Ja, genau, ja. Das ist ein kleiner Motivationsschub. Das kann ich mir halt immer vorstellen, dass das irgendwie natürlich ein frischer Wind, aber darüber hinaus ist Breitenreiter ja eigentlich ein guter Trainer. Und aktuell sind die halt in einem Tief. Und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass da ein anderer Trainer mit den Spielern, die zur Verfügung stehen, da irgendwas Großes zaubern kann. Und dann kommt noch hinzu, ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen auch immer so war, aber bei uns habe ich jetzt wirklich den Eindruck, also meistens ist es ja so, dass ein neuer Trainer, der dann irgendwie kurzzeitig eine Veränderung reinbringt, der holt dann irgendeinen Verschmähten von der Bank oder sogar vielleicht ja von der Tribüne oder macht irgendeine, eine, aber ich, also, oder kommen? Ändert ein System. Ich habe das Gefühl, wir haben doch mit jedem schon gespielt. Wir haben es mit allen schon probiert. Ich glaube, wir haben auch schon verschiedene Systeme, alles schon ausprobiert. Vielleicht sollte man Christian Schulz hochholen, der noch bei den Amateuren spielt. Ach, hat da auch schon den einen oder anderen Bock mal gemacht. Aber ich weiß es nicht. Also das ist ein bisschen die Frage. Also vielleicht ist das aber immer so, auch bei den Vereinen, wo das dann doch funktioniert hat. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass bei uns noch sehr, sehr viele Varianten möglich sind und dass es jetzt daran liegt, wie man einen Spieler anspricht, wie man ihn vielleicht einstellt. Ja, ich kann mir doch vorstellen, dass die Moral und so die Motivation in so einem Team ja schon unten ist, wenn man merkt, dass mit dem Trainer aktuell nicht funktioniert und so. Und dann ist es natürlich vielleicht auch so ein Selbstläufer, ja, genau, dass dann einfach ein neuer Trainer automatisch wieder eine Hoffnung mitbringt, obwohl die Hoffnung... Ja, dann will jeder sich nochmal neu präsentieren für den neuen Trainer, für die Startelf anbieten und so. Es kann natürlich sein, wobei... Oh Gott, also ja... Es ist, wenn es so wäre, ist es trotzdem traurig, weil ich bin ehrlich froh, gesagt, dass ich entscheiden muss. Für die, ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden für die Startelf anbieten sollten sie sich eigentlich auch, also sie sollten also ja, mehr natürlich als das sie jetzt schon tun. Und ja, es ist frustrierend und ich bin auch natürlich frustriert, weil ich ja gesagt habe und ich bleibe auch dabei. Ich bin im Augenblick auch so, dass ich sage, auch wenn ich das sehe, genau wie du sehe, dass natürlich noch Zeit ist, aber Ich würde halt Breitenreiter gerne behalten und ich würde halt dann lieber jetzt sagen, na gut, dann zur Not bleibt man halt bei ihm, aber wir gucken halt, was passiert. Wenn es klappt, klappt es, wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Ich könnte mir auch nach wie vor vorstellen, dass es auch mit Breitenreiter möglich ist, dass wir nicht absteigen. Das wäre wenn vielleicht adäquate Spieler im Januar verfügbar. Wir haben eine Winterpause, wir dürfen im Januar, geht das Transferfenster wieder, hui, auf. Gestern war der erste Advent, aber das zweite Fenster im Adventskalender und dann geht wiederum ein anderes Fenster auf, nämlich das Transferfenster und vielleicht kriegen wir ein paar gute Leute und die Winterpause, da ja wirklich nicht Fußball gespielt wird, auch keine Länderspiele sind, könnte ja wirklich es mal mit sich bringen, dass vielleicht auch der Krankenstand sich wieder so hinbewegt, dass wir eine vernünftige Mannschaft haben. Habe ich auf meinen Weihnachtswunschzettel geschrieben. Guter Zehner habe ich darauf geschrieben. Wünsche ich mir vom Weihnachtsmann einen guten Zehner. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, ich dachte schon an deine Eltern. Das ist ja so ein bisschen unromantisch. Ich hätte gerne einen Zehner. Warum nicht? Ja, warum nicht? Kann man immer gebrauchen. Geld ist immer gut. Bitte anrufen, 36 70 170. Aber wir schauen uns erstmal an, was der gute Stanley auf der Straße erfahren hat. Hier ist der 12. Mann. Die Frage des Tages ist, was braucht 96 für Nikolaus? Neuer Trainer, Motivation, Mittelfeldspieler, das kann das Spiel machen. Oder einfach, ja, ein bisschen Glück. Wir sollten uns im Verein einfach darauf konzentrieren, mal Sport zu treiben und nicht immer nur über Politik zu reden. Wenn wir das schaffen, dann haben wir schon viel gekonnt. Die Köpfe sind nicht frei. Ich glaube, wir brauchen keine neuen Spieler, wir brauchen einfach nur mehr Nerven und mehr Ruhe. Ja, weil jeder Morgen, wenn ich stehe auf und da gibt es nur komische Fake News in der Bild-Zeitung und von verschiedenen Arten. Es war total, dieses Woche war massiv Chaos in der Verein, oder? Der Verein an sich ist ruhig. Die Abteilungsleiter haben sich ja erklärt, es waren ja 17 Abteilungsleiter, die gesagt haben, dass der neue Aufsichtsrat eben unser Vertrauen genießt. Im Verein ist es ruhig. Es muss nur einfach, ich denke einfach, dass alle mal zusammen wieder ein bisschen nach vorne diskutieren sollten und nicht immer in Fragen Negatives in der Vergangenheit eben diskutieren sollen. Frage des Tages. Uno, dos, tres. Was braucht 96 vor Nikolaus? Neuer Trainer, Mittelfeldspieler, Motivation, Fitness? Eine ganze Tüte voller Selbstvertrauen. Und ja, da können sie irgendwie mal gucken, wo sie das herkriegen. Das haben sie nicht. Ich weiß noch nicht, wer das bringen soll. Und hast du auch das Gefühl von der Körpersprache von dem Trainer heute? Er war auch nicht 100%
keine fit. Also Körpersprache beim Trainer habe ich noch nie gesehen in den letzten Spielen und bei den Spielern erst recht nicht. Und Ballverluste kommen noch dazu. Kein Kampfeinsatz, es war eine Katastrophe. Furchtbar. Oh, a Hertha BSC-Fan. Yeah. We are by a Hertha BSC. Ich habe trotzdem Ahnung. Oh, ich meine, ich sage gar nichts gegen Hertha heute. Der hat auch gut gespielt. Sehr gut gespielt. Ich glaube, was Hannover fehlt, ist ein neuer Sturm und ein neuer Trainer. Was braucht 96 vor Nikolaus? Zum Nikolaus brauchen die gute Spieler. Und wie hast du heute das Spiel gefunden? Schrecklich. Und warum? Weil kein Kampfgeist, kein nix. Die haben sich nicht engagiert, die haben nicht gekämpft. Das war gar nichts. Hast du das Gefühl, dass die Mannschaft ist nicht fit? Die letzten 10 Minuten, die Überlegenheit von der Berliner war wirklich zu sehen, von der Sprittigkeit. Nee, das ist eine Frage des Willens, würde ich sagen. Die Frage des Tages, wir möchten wissen, was 96 brauchst für Nikolaus. Und wir brauchen eine Motivation, einen neuen Trainer, einen Mittelfeldspieler, der kann den Ball verteilen oder echte Stürmer. Ja, alles, Schwung, ne? Und auch Hunger. Also ich meine, die daddeln ja nur rum und keiner hat Lust, ein Tor zu schießen, ja? Wenn der Ball ihnen vor die Füße fällt, dann hauen sie ihn schnell wieder weg, statt ihn vorne ins Tor reinzutauen. Also, Siegeswillen, das fehlt. Aber wie hast du die Körpersprache von der Trainer heute gefunden? Die was, bitte? Körpersprache, wie hat der nur rumgestanden? Das ist egal, das Ergebnis zählt. Wie der Trainer das macht, ist mir egal, ob er es mit der Körpersprache oder der Körpersprache macht. Das Ergebnis ist das Entscheidende, wie er die Mannschaft erreicht. Alright, die Frage des Tages ist, was braucht 96 für Nikolaus? Was braucht 96 für Nikolaus? Ein Sieg, 3 Punkte, 3 Points. Ja, aber ich meine, brauchen wir neue Trainer, neue Mittelfeldspieler oder... Nee, gar nichts. Würde ich behalten, alles behalten. So ist gut. Das Spiel war eigentlich ganz gut, aber weiß ich nicht. Die Motivation hat so gefehlt. So, keine Ahnung, das war so lustlos, das Spiel. Die Frage des Tages, was braucht 96 nach der Niederlage als ein Geschenk für Nikolaus? Einen neuen Trainer und einen neuen Coach in der Mannschaft. Sind nicht so schlimm. Ich glaube, die brauchen einfach ein neues Präsidium. Oh, es geht weiter. Vielen Dank. Was braucht 96 für Nikolaus? Mehr Glück. Mehr Glück, Motivation, neuer Trainer, neuer Mittelfeldspieler. Nee, neuen Trainer brauchen sie nicht. Sie brauchen nur einfach, die müssen einfach nur mal das abrufen, was sie können. Und momentan ist nicht viel. Ja, weil sie nicht abrufen, was sie können. Die können eigentlich viel mehr und das müssen sie einfach nur mal auf den Platz bringen. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie sich ja gegenüber der ersten Halbzeit haben sich ja wenigstens schon mal gesteigert. Ja, auch ein bisschen lauter gewesen. Ja gut, ob es an den Fans gelegen hat, weiß man nicht, aber man muss einfach gucken. Okay, vielen Dank und wünsche euch schönes Woche. Ja. Da waren relativ viele Stimmen dabei, die gesagt haben, 96 braucht dringend offenbar einen neuen Trainer. Der Mann von Hertha hat das auch gesagt. Das Gegenteil sagt die Jessica, die ist am Telefon, die ist der Meinung, Breitenreiter soll bleiben. Hallo, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Hallo. Ja, hallo. Du meinst, André Breitenreiter soll bleiben, habe ich ja auch vorher gesagt. Was ist so deine Ansicht dazu? Warum sollen wir an André Breitenreiter festhalten? Erstens, weil er hier aus der Region kommt. Und zweitens, weil ich denke, es ist im Moment kein besserer auf dem Markt. Und wenn man sich die Spiele so gegen Dortmund, Leipzig anguckt, da wir wunderbar gespielt haben und ja, gegen Dortmund haben wir unglücklich nur einen Punkt geholt, mit Glück hätten wir gesiegt. Und es ist die gleiche Mannschaft und er erreicht die Mannschaft, finde ich. Nur gut, ich habe jetzt das Spiel gegen Berlin nicht mitverfolgt. Da hat die Mannschaft ja wohl die erste Halbzeit grottenschlecht gespielt, so wie man das hört. Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Aber ich bin der Meinung, dass Breitenreiter da bleiben sollte in Hannover. Das ist auch so ein bisschen das Problem, das ich sehe, dass ich nicht weiß, wer ihn ersetzen soll. Also wer kann ihn denn da... Es gibt ja keine, wie Jessica gerade richtig gesagt hat, es gibt ja keine realistischen Trainer, die frei sind, die eine Verbesserung gegenüber Breitenreiter wären. Ja, es ist halt immer, ich sag ja immer, als jemand, der auch sagt, Breitenreiter soll bleiben, würde ich ja trotzdem sagen, die Entscheidung, vor der man jetzt wahrscheinlich steht, ist die, zu sagen, wir glauben an diesen kurzfristigen Effekt eines Trainerwechsels. Ja. Weil es ist fast, nicht vollkommen, aber es ist fast erstmal egal,
wen es gibt. Irgendwen wird es geben und es hat ja immer auch irgendwelche Jugendtrainer oder Leute, die bis dahin noch nichts gemacht haben, gegeben, die dann plötzlich was erreicht haben. Ähnlich wie bei Stendl zum Beispiel. Ähnlich wie bei Stendl. Und das heißt natürlich definitiv nicht, dass diese Leute dann langfristig gute Trainer sind, die für den Verein auch langfristig eine Option sein würden. Aber verdammt nochmal, tatsächlich, es ist ja so, wenn es jetzt wirklich darum geht, nur an diesen Feuerwehrmann-Gedanken zu hängen, dann hat ja selbst jemand wie Peter Neururer, ich hätte beinahe gesagt, Gott habe ihn selig, Kind habe ihn selig. Also Peter Neururer hat ja auch durchaus immer wieder was bewirkt. Er war auf seinen Stationen selten jemand, der länger was, aber der Feuerwehrmann, der kurzfristig mal einen eben vielleicht deswegen vorher, wenn man Feuer in die Mannschaft reinbringt. Also deswegen sage ich ja, deswegen ist das jetzt so ein bisschen die Entscheidung, glaubt man an den kurzfristigen Effekt? Dann würde man jetzt natürlich jemand anders nehmen müssen oder glaubt man, wie du auch, dass es Breitenreiter aber eigentlich so gut ist, dass es einen größeren Sinn ergibt, an ihm festzuhalten jetzt? Also ich weiß noch damals, als Mirko Slomka nach Hannover gekommen ist, und da haben Leute, also auch Experten gesagt, dass ein Trainer 6 bis 7 Spiele braucht, um eine Mannschaft zu erreichen. So, das wird uns denn trotzdem nicht reichen. Das wird denn trotzdem kein Feuerwehrmann sein, der uns denn die erste Liga beibehält. Also wir müssen eigentlich da schon von ausgehen, dass wir nächstes Jahr zweitklassig spielen. Und darauf sollte man aufbauen. Und ich bin auch der Meinung, dass die ganze Einkaufspolitik total falsch gelaufen ist. Da muss sich ein Herr Kind und ein Herr Held auch die Schuhe anziehen. Man kann nicht einen Salif Sané verkaufen für, ich glaube, 17 Millionen Euro und nichts für die Innenverteidigung holen. Man hat wirklich nichts für die Innenverteidigung geholt. Und das ist ein Fehler, wo ich sehe, man hat einen Wallacy geholt, man hat einen Wood geholt, wen hat man noch geholt? Haraguchi. Haraguchi, genau. Asano, Muslia. Ja, aber kein für die Innenverteidigung. Wimmer hat man für die Innenverteidigung geholt. Okay, den habe ich vergessen. Der hat ja auch nicht besonders oft und besonders gut gespielt. Also, ja. Also da sehe ich auch schon Fehler. Und die könnte man in der Winterpause korrigieren. Und dann holt man 1, 2 Spieler mehr und mit denen kann man mehr arbeiten, als wenn man einen neuen Trainer holt. So bin ich, denke ich. Das kann ich mir auch vorstellen, dass wenn man endlich mal einen kreativen Mittelfeldspieler hat, der nicht auf den Flügeln ist und 20 Jahre alt ist, so wie Meiner und Muslia, und einfach mal in der Mitte einen hat und Schwegler ist irgendwie okay, aber der taucht auch so viel ab und er ist auch irgendwie alt und gebrechlich so gefühlt. Und na gut, jetzt kommt auch gerade wieder genesen, ja, natürlich. Ja, ja. Da kommt auch wenig. Und wenn man dann gezwungen ist, Bakalots zu spielen, dann geht da ja wirklich gar nichts nach vorne. Wenn man gezwungen ist, Bakalots zu spielen. Das ist wirklich, also der ist so unkreativ. Mhm. Das ist echt unfassbar. Und da muss was kommen im Winter, wenn man sich noch Chancen machen möchte, in der ersten Liga zu bleiben. Genau. Also wie gesagt, ich würde in Spieler investieren als in einen neuen Trainer. So sehe ich das. Ja, da finde ich eine durchaus vernünftige Sichtweise. Jessica, ja, du hast das Spiel jetzt nicht gesehen. Was wäre denn, wenn wir dich mal so nach einem Tipp fragen würden, was glaubst du denn? Wir gehen jetzt wirklich davon aus, Breitenreiter wird auf jeden Fall sicherlich noch auf der Bank sitzen. Auf jeden Fall. Gegen Mainz. Und wir wollen das ja auch, dass er das noch weiter tut. Was glaubst du denn realistisch, wie das Spiel ausgeht? Also ich denke mal, 2-2 wäre super. Oder 1-1, ein Unentschieden. Ja. Also mehr als einen Punkt holen wir in Mainz nicht. Okay, gut. Ja, erstmal vielen Dank für deinen Anruf. Danke auch. Und einen schönen Abend und wir schauen mal, wie lange wir mit unserer Meinung noch nicht so alleine da stehen, hoffentlich. Ja. Okay. Danke dir. Ciao. Ciao. Ja, ihr könnt weiter anrufen. 0511 wäre die Vorwahl, wenn ihr nicht in Hannover seid oder ein Handy benutzt, die 3670170 ist die Telefonnummer und ich kann jetzt schon mal unsere Frage. Wir machen ja eine Nikolaus-Verlosung. Nikolausi, wir haben jetzt leider, wie gesagt, gar keine Deko dafür, aber das tut mir leid, wir werden es ein bisschen adventlicher machen, hoffentlich in der nächsten Sendung. Jetzt aber unsere Nikolaus-Frage. Und da kann man schon mal, das passt auch ganz gut zum Nikolaus, denn das, so etwas Schönes kriegt man ja normalerweise wirklich nur vom Nikolaus geschenkt. Es geht nämlich darum, dass Hannover 96 ja durchaus schon mal das eine oder andere Mal die Bayern geschlagen hat. Und unsere Frage, und es geht natürlich, Bayern, ne, es geht um Karten. Nicht einfach um Karten gegen Schieß mich tot oder Hüsselbusch oder sonst was oder Sandhausen, wie im kommenden Jahr.
sondern es geht um Karten gegen Bayern. Also das Spiel, für das es eigentlich, glaube ich, keine Karten mehr gibt, schon eine Weile, oder? Bestimmt nicht. Ist, nee. Bestimmt, ist immer ausverkauft. Ist, glaube ich, eigentlich immer ausverkauft. Also, zwei Karten für das Spiel gegen Bayern. Aber ihr müsst dazu wissen, in welchem Jahr hat 96 es so gut, hatte es so gut gestanden mit dem Nikolaus, dass wir zweimal gegen Bayern gewonnen haben. In welchem Jahr hat Hannover 96 zweimal gegen Bayern gewonnen? wenn ihr das wisst, dann könnt ihr die Antwort mit eurem Kontakt, aber der ist ja automatisch dabei bei einer E-Mail, da unten an dieser Adresse, ihr kennt sie, stanley@gmx.de schicken. Und das Ganze wird verlost am 6., also am Nikolaustag, also diese Woche am Donnerstag, wird der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben, die dann zwei Karten für das Spiel von Stanley bekommt. Und ihr müsst dazu nur sagen, in welchem Jahr hat Hannover 96 zweimal gegen Bayern gewonnen. Das ist die E-Mail-Adresse stanley@gmx.de. Es ist ganz interessant, dass er sich hier Stanley so schreibt, wie der gerade leider verstorbene Comic-Gott Stan Lee. Wenn man eigentlich Stanley sagt, würde man ihn aber hinten mit Y schreiben. Da muss ich ihn mal fragen, warum das eigentlich so ist. Denn wir nennen ihn ein Mysterium, nennt man. Ein absolutes Mysterium, ja. So, jetzt haben wir den nächsten Anrufer. Ich glaube, das ist Timo Werner. Ach nee, es ist einfach nur Werner, der uns sagt, wir haben noch genug Zeit in der Rückrunde. Ich erkenne eine Tendenz. Schauen wir mal. Hallo Werner. Ich heiße Werner Obrisnik, ich bin in den N5 und sage, ja. Und man müsste die Spieler mal in den Arsch treten, den Torhüter mal auswechseln und nicht immer von Abstieg sprechen, weil wer von Abstieg spricht, ist kein richtiger Fan. Okay. Das ist meine Meinung. Okay, du würdest also sagen, Torwart wechselt, also Esser raus und Czerner wieder rein. Ja, man muss was ausprobieren. Mhm. Würdest du denn sagen, aber hast du denn das Gefühl, dass es jetzt tatsächlich sehr an Esser gelegen hat tatsächlich? Also ich meine, ich habe die Tore jetzt wie gesagt ja auch fast nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht sagen, aber... Also eigentlich finde ich, dass er bei den zwei Toren recht chancenlos war. Da wir hatten schon mal einer, der so viele Tore reingelassen hat und dann sind wir abgestiegen. Also ja, also meine Meinung ist... Tja. Ja. Also du würdest aber sagen, am André Breitenreiter festhalten oder würdest du sagen, wir brauchen... Ja, auf jeden Fall. Breitenreiter ist ein Niedersachsen, ein Hannoveraner und... Ja, das sind halt alles Argumente eben für das, was wir auch schon gesagt haben. Ne? Wenn man langfristig denkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Breitenreiter eigentlich einen ziemlich guten hat an der Seitenlinie, schon sehr groß. Ne? Das ist halt einfach das Ding. Die Frage ist halt nur, wie es mit der Kurzfristigkeit ist. Aber du hast gerade gesagt, N5. Ne? Du bist also auch regelmäßig, also jedes Mal im Stadion. Ja, ich habe Dauerkarte. Hast du denn das Gefühl, dass das jetzt eine besondere Situation ist? Oder ich meine, im Grunde ist es ja so, dass der 96-Fan, der schon ein paar Jährchen dabei ist, ja eigentlich auch Kummer gewöhnt ist. Ja, ich gehe seit 1971 nach 96. Da hast du schon einigen Kummer mitbekommen, würde ich sagen. Ja, wir sind nach Metten gefahren, überall hin. Und du willst auch wieder dabei bleiben, wenn 96 tatsächlich wieder nach Metten fährt, oder? Naja, gut, wenn ich will, klar. Ist Metten gerade in der zweiten? Ich weiß das gar nicht. Dritte. Oh, Metten ist in der dritten. Na gut, das wollen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt erreichen. Also ich würde dabei bleiben, immer, solange ich lebe und fertig feier. Das ist die wahre Fanliebe. Aber warum sagst du, dass wer vom Abstieg redet, kein richtiger Fan ist? Weil ich meine, als Möglichkeit. Ja, da hätte ich was zu sagen, zum Beispiel Videobeweis. Ja. Hannover ist ein paar Mal beschissen worden. Kann man so sehen, ja, definitiv. Haben wir ja auch in der Sendung ein, zwei Mal schon gesagt, ja. 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 Ne? Und wenn wir Bayern wären, hätten wir vielleicht ein paar Tore mehr gehabt. Ja, aber dann wären wir vom Regen in der Traufe, dann hätten wir statt Kind Hoeneß als Präsident. Das ist auch nicht so viel besser, habe ich so das Gefühl. Aber es stimmt schon, ja, natürlich. Dann sähe die Situation vielleicht ein bisschen anders aus, ja. Kann man immer nicht so ganz klar sagen. Also kann auch sein, dass es einfach nur daran liegt, dass der Videobeweis in Deutschland eben ziemlich beschissen angewendet wird, was es nicht schöner macht, ne? Aber
Ja, ich höre gerade, es würde dir helfen, wenn du den Fernseher vielleicht ein bisschen leiser machst, weil ich höre, glaube ich, ja, deinen Fernseher immer sehr laut. Da ist dann immer so ein Nachklapp, dann ist das für dich, glaube ich, ein bisschen schwierig. Klar. Aber es ist okay, wenn ich du sage, ne? Ja, ja. Ja, ich frage sicher nochmal nach, weil ein bisschen älter bist du dann ja wahrscheinlich doch schon, wenn du schon seit 71 im Stadion bist. Ja. Was wär denn dein Tipp jetzt für das Spiel gegen Mainz? Was glaubst du? Also, letztes Mal in Mainz war, da hatten wir 2-1 gewonnen. Mhm. Ich schätze mal, wir werden unentschieden spielen oder gewinnen. Verlieren auf keinen Fall. Das finde ich auf jeden Fall natürlich erstmal. Optimistisch und ist optimistisch, würde ich unterschreiben. Finde ich gut, würde ich jetzt auch erstmal unterschreiben, weil ich bin ja auch niemand, der so. Wenn ich kann, tippe ich auch gerne lieber ein bisschen optimistisch, weil was soll's. Also würde ich auch so sehen. Finde ich schön, ist notiert erstmal und ja, dann sind wir mal gespannt, was passiert. Du hast jetzt gesagt, Czauner wäre eventuell nochmal eine Option. Ja. Ansonsten noch irgendwas, was der Trainer so direkt an der Aufstellung oder an der Strategie ändern sollte? Ja, er muss sich die Spieler mal wirklich an der Brust nehmen und sagen, das ist eine Bundesliga und nicht, sie haben ein Gehalt und denken, das läuft so weiter. Man sieht ja bei Bayern, wie schnell das gehen kann. Hm. Ja. Plötzlich ist man deutscher Meister, ne? Unglaublich. Ja. 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 Also ich sage, Dortmund muss deutscher Meister werden. Ja, das wäre, glaube ich, das würden, glaube ich, ziemlich viele Leute momentan unterschreiben, einfach damit. Sieht ja auch nicht schlecht aus aktuell. Sieht ja auch ganz gut aus, genau. Insofern sind wir mal gespannt. Aber Hannover 96 darf gerne auch im nächsten Jahr gegen den dann amtierenden Meister Dortmund wieder spielen, oder? Das wäre schön. Ja, klar. Das wollen wir. Deswegen das Wort Abstieg soll man gar nicht jetzt im Mund nehmen. Die Rückrunde hat noch gar nicht angefangen und aber jetzt, wo wir gerade hier doch ein bisschen schon geballte Fußballexpertise und vor allen Dingen Erfahrung am Telefon haben, nicht verraten, weil es ist ja ein E-Mail-Preisausschreiben und auch du müsstest ja per E-Mail teilnehmen, aber wüsstest du es, hättest du die Antwort schon gewusst, in welchem Jahr wir zweimal Bayern geschlagen haben oder müsstest du da auch nachschauen? Ich weiß nicht, ich glaube vielleicht war es 73. Ja, Vorsicht, 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 wir dürfen es nicht verraten. Ich wollte nur wissen, ob du es weißt, wenn du jetzt gesagt hättest, würdest du einfach sagen können, ja, weiß ich. Da hätte ich gesagt, glaube ich dir. Aber gut. Ja, dann schauen wir mal. Du hast ja einen Tipp abgegeben. Ja, ich hoffe noch eins. Ja? Alle Grüße an die Nordkurve. Alle Grüße an die Nordkurve. Sehr schön. Schließen Natürlich. Wir uns gleich mal an. Steh ich ja selber. Natürlich. Genau. Ja, schönen dann Abend noch. Sieht man sich hoffentlich mal im Stadion und gern wieder anrufen. Schönen Dank, schönen Abend noch. Tschüss. Danke, ciao. Ja. Da schlägt das Herz. Was hat es eigentlich mit diesem sehr interessanten Gag zu tun hier? Czauner schlägt den Ball ins Aus, kein guter Zieler. Das steht da manchmal drin. Das hat aber niemand bei Facebook geschrieben, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, da wurde sich redaktionell ausgetobt. Da hat sich die Redaktion mal ausgetobt. Ach so, die große Club der Roten Dichter-Redaktion hat sich da. Ja, warum denn nicht? Kann man ja mal machen. So, wollen wir mal schauen. Hat denn irgendjemand was zu unserem Video schon gesagt? Könnte man ja mal nachgucken. Gibt es hier irgendwas drunter? Ich glaube, ich sehe nichts. Na gut, hier sehe ich jetzt keine Kommentare dazu. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht beim Club direkt drauf bin. Also es wäre immer noch, doch, da sind doch Kommentare. Es gäbe also die Möglichkeit, immer noch, es ist noch genug Zeit in der Rückrunde, wobei auch so viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Also insofern, wir sind am Ende mehr oder weniger, aber für jetzt könntet ihr nochmal anrufen. Okay, das ist jetzt hier Enjoy the Silence, jetzt wieder in ihrem Stadion. Ja gut, okay. Ich will mir jetzt nicht selber hier zuhören. Das, raus da. Weg. Das ist ja fürchterlich, wenn man sich selber dann sieht. Gut, wir sind eigentlich ziemlich zeitlich schon ziemlich weit. Was hast du jetzt gesagt? Was wäre denn dein realistischer Tipp für das Spiel? Realistisch sage ich, dass wir verlieren. Und zwar nicht so knapp, vielleicht auch schon wieder so ein schönes 2-0. Mhm. Mainz ist eine gute junge Truppe, die sich jetzt eingespielt haben mit sehr vielen teuren, starken Transfers im Sommer. Mhm. Die jetzt gut in Form sind und mit unserer unfassbaren Auswärtsschwäche wird es auch nicht besonders viel leichter, gegen die jetzt zu gewinnen, mit der niedrigen Moral und allem drum und dran, verlieren wir 2-0. Mhm. Ja, nee. Mein Tipp. Nein. Doch, nein. Es passiert du kannst dich der Realität hier nicht... Ich sage, es wird eindeutig ein Auswärtssieg für uns, der erste seit sehr, sehr langer Zeit. Es wird ein 1-0, also ein 0-1. Wir werden irgendwann dann in der... Es ist nicht so, dass ich das nicht auch nehmen würde. Wir werden irgendwann das Tor machen und diesmal haben wir einfach Glück und Fähigkeit, den Gegner daran zu hindern, ein Tor zu schießen. Sage ich jetzt einfach mal so. Es wird ein 0-1. Das ist jetzt meine Meinung. Also für uns ein 1-0 aus der Fansicht. Gut. Ich habe zugegebenermaßen diesmal erst lange auch damit mir gehadert und gesagt, ach,
ich mag irgendwie, das ist, die Situation ist jetzt gerade so unschön. Es hat übrigens niemand angerufen, der mir jetzt erklären konnte, das finde ich ein bisschen bedauerlich, muss ich mich selber nochmal darum kümmern und das rausfinden, was denn, oder es gibt tatsächlich überhaupt keine guten Argumente, außer wir haben aber recht. Also es würde mich ja nochmal durchaus interessieren, aber nun hat das leider keiner wahrgenommen, die Chance, vielleicht auch mal die andere Seite noch ein bisschen zu vertreten. Gut, ich hatte eigentlich vorgehabt, kein Lied heute zu machen, weil ich irgendwie dachte, ach, so wieder so ein fröhliches Lied, wenn es bei uns einfach nur bergab geht, muss ja nicht sein. Ich habe auch mir wirklich fest vorgenommen, sobald wir auf dem letzten Platz stehen, werde ich nicht mehr singen, aber ich habe jetzt hier einfach noch was. Vielleicht sind wir da nicht auf dem letzten Platz, weil du immer singst. Das kann ja auch sein. Deswegen werde ich sagen, ich mache jetzt einfach doch was. Mal sehen, ob das funktioniert. Es ist jetzt alles nicht so einfach. Zum Spiel. Jetzt muss man kurz schauen, habe ich denn jetzt das Ganze soweit fertig? Na, wir probieren es einfach mal. Wenn wir das hinkriegen mit der Musik, dann versuche ich das jetzt einfach mal. Ah. Mancher verbittert schon längst, weil sein Herz zu sehr an 96 hängt. Wir sind zu schlecht, instabil, kicken naiv und erreichen nicht viel. Und das Restprogramm ist schwer zu verdauen. Call the DFL, Martin Kind ist im Town. Jetzt sind wir im Underground und müssen diesen Scheiß anschauen. So mies sind wir heute rumgeguckt. Dieser Scheiß, das war Murks. Hey, super rein. Oh, so mies sind wir heute rumgeguckt. Dieser Scheiß, das war Murks. Das war Murks. Ja, das war Murks. Das war der Club der Roten Dichter für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder nach einem 0:1 auswärts, einem 1:0 für uns, in Mainz. Schauen wir mal, ich hoffe es sehr. Und das ist nochmal unsere Verlosung für euch zur Erinnerung. 2 Karten fürs nächste Heimspiel gegen Bayern gibt es zu gewinnen. Wenn ihr uns sagen könnt, in welchem Jahr hat Hannover 96 den FC Bayern 2-mal geschlagen? An stanley@gmx.de. Diesen Nikolaus am 6.12. wird das verlost und auch auf unserer Seite natürlich dann bekannt gegeben. Ja, das war's auch schon. Ich wünsche dir einen schönen Nikolaus. Das wünsche ich dir auch. Und dann Matthias, einen schönen zweiten Advent, an dem wir hoffentlich das zweite Lichtlein anzünden. Den ersten Auswärtssieg oder auch nicht. Danke und tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Schuss von Wehwetter springt von der Latte zurück. Holt an Einköpfen 4:1 für Hannover.